So, Andreas Wellinger, als erstes gehört sich mal so, Chapeau, ja, und so schnell geht's, ne? Ja, so schnell kann es gehen, wenn man ein paar Sachen richtig macht, dann kann man schnell oben stehen und es fühlt sich einfach nur grandios an. Was hast du denn heute besser gemacht als zum Beispiel bei der Tournee oder am Kulm? Ja, es war wieder ein bisschen mehr Länge im Sprung, Fluggefühl ist auch ein besseres da und das sind dann schnell mal 5 Meter, die es ausmachen können. Und ja, dass ich gewinnen hätte, damit hätte ich nicht gerechnet, aber jetzt ist es so und das nehme ich natürlich gern mit. Die Grundlage hast du ja im ersten Durchgang gelegt, ne? Mit der Gate-Verkürzung. Habt ihr euch da beide abgestimmt oder war das nur der Schuster? Das war der Werner. Also ich bin erst am Balken gesessen, dann nochmal raus, habe mir gedacht, ja, jetzt ist es entweder zu gut oder zu schlecht. Dann hat es geheißen, eine runter, dachte mir, es ist insgesamt eher gut. Dann hat der Starter gesagt, just number 44, one gate down. Und dann habe ich gewusst, das war der Werner. Und ja, es hat funktioniert. Ich bin super zufrieden mit meinen 2 Sprüngen und ja, ich genieße es jetzt einfach. Du, das war eine Punktlandung, ne? Du hättest ja keinen halben Meter kürzer springen dürfen. Das habe ich gelesen. Ja, aber wie gesagt, hat alles wunderbar gepasst. Und jetzt machst du schon den Eindruck, als wenn, naja gut, das war ja höchste Zeit, dass der Sieg kam. Das stecke ich einmal fast so weg. Nee, einfach so wegstecken tun wir es nicht. Das wird immer in Erinnerung bleiben. Und es ist ein fantastisches Gefühl vor so einer Kulisse, vor so vielen Fans. Und ja, man merkt überall die Unterstützung vom Team, egal. Und es ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich glaube, bis ich das realisiert habe, das dauert noch ein paar Stunden. Du hast, glaube ich, in deinem Siegerinterview gesagt, ja, du springst gerne in Polen. Du, da steht noch was an, Zakopane. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vom Profil her ähnlich, dass nur Zakopane geht ein bisschen flacher. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir wünschen dir alles Gute. Und du hast, sagen wir jetzt, wieder ein Pflaster draufgeklebt auf die kleine Wunde, die die Deutschen bei der Tournee hinterlassen haben. Ja, es war eine kleine Wunde, aber die haben wir jetzt wieder aufgeholt. Ja, und jetzt haben wir nur 3 Wochen bis Olympia. So ist es. Danke, Andi.